Hey Zuschauer, wir sind wieder im Operationssaal in Sogeon Simulator und call Trisha. Ja, wenn ich ihre Telefonnummer wüsste, könnte ich das sicherlich... Die ist durchgestrichen, kann man das machen? Britannia 88? Space. Ah ja, stimmt, die Steuerung. nächste Operation. Eine Nierentransplantation muss getan werden. Es ist dringend. Der Patient wird ja gar nicht sterben, wenn wir nicht bald anfangen. What the fuck? Wieso sehen hier alle inneren Körper anders aus? Ach, da ist wieder der Bohrer. Kann ich das Zeug hier einfach rausreißen? Okay, das scheint schon mal nicht zu gehen. Okay, es müsste jetzt alles raus sein. Oh Gott, alles, also wirklich komplett. Der Patient wünscht eine Komplettentfernung. Einfach alles weg. Gesichtsentfernung. Gab es irgendein Bild, wo das beim Friseur empfohlen wurde? Angeboten wurde. Gesichtsentfernung. Ja, ja. Immer diese guten Übersetzungen. Hallo. Wenn ich mich mal so angucke, bräuchte ich dringend eine. Was ist das da eigentlich für ein Ding? Komm mal zu mir, neues Instrument, das vorher noch nicht da war. Nee, die Schere meinte ich eigentlich nicht. Okay, ich kann es nicht greifen, weil es irgendwie außerhalb liegt oder so. Diese Steuerung! Okay, es will nicht zu mir kommen! Gut, bleib da. Ist egal, ich brauche keine Instrumente. Kein Instrument in diesem Level ist greifbar, obwohl sie alle direkt in der Nähe liegen. Aber wie komme ich dann an die Schere da? Wie denn? Ich kann nicht weiter mit dem Arm nach links. Lass mich mal kurz was probieren. Nur mal so zum Check. Kann ich das ganze Darmzeug hier, kann ich das auch wegschneiden? Ich will nicht wissen, was mir dann entgegenspritzt, aber ich glaube, wir müssen das wegkriegen. 4 Milliliter pro Sekunde ist noch ganz im grünen Bereich. So viel verliere ich auch immer. Wenn ich gerade eine Atomrakete in den Kopf bekommen habe. Passiert. Versteht ihr? Ich krieg es einfach nicht raus. Egal was ich versuche. Es tanzt. Es macht einen auf Dubstep-Organ. Ob es sowas wirklich gibt. Aber es geht einfach nicht raus. Oh Gott, ich hab's. Ja, und was ist das jetzt? Ich hab... Egal. Setz einfach die Nieren da rein. Die sind doch ungefähr da oben, oder? Greif zur Säge, Arzt. Oh, ja. Nee, gut, die Säge ist raus. Ah, nee, doch nicht. Sie kommt wieder zurück. Das ist so eine Scheiße. Die Säge liegt einen Millimeter links von mir, aber ich kann sie nicht greifen. Ich kann mit der Hand nicht weiter weg. Hier drunter war doch eine Bohrmaschine. Ja. Da ist das Ding. Okay, ist jetzt auch aus dem Spielfeld raus. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Papa will mit dir spielen. So. Und dann, kleines Bohrerkind. Ja, schneide ihm einfach so ins Fleisch. Aber dann auch mal die Knochen. Es macht noch mehr Spaß. Wirklich. Das ganze Zeug hier raus. Nimm bitte das Zeug da raus. Schlag einfach wieder alles ab. Komm, es ist jetzt auch egal. Schlag einfach alles kaputt. Cholerische Chirurgen, ja? Sind eine Gefahr für die Allgemeinheit, denke ich. Wie ist das möglich, was hier passiert? Oh, Tuch, hau ab! Langsam geht es mir ein kleines bisschen auf die Nerven mit dem Tuch dauernd. So, wir werden es jetzt erneut mit der Säge probieren. Säge mit dem Bohrer. Also, das Zeug hier müsste weg.
dafür will ich eigentlich am Rand an... Ja, genau. Ja, genau, nee, komm. Du kannst nicht bei den Knochen bleiben, oder? Der Bohrer hat keinen Bock mehr auf Knochen. Ich kann sie nicht verübeln. So, dann noch den Rand sauber machen. Tschüss. Sauber machen, so nenne ich das hier. Es gehört doch zur täglichen Hygiene, all seine Knochen zu entfernen, oder? Ich mache das immer so. So, jetzt haben wir das altbekannte Problem. Obwohl die Knochen raus sind, bringt mir das natürlich nichts, weil sie immer noch drin festkleben, teils in der Luft schwebend und sich nicht bewegen lassen. Was dich nicht umbringt, macht dich nur noch verletzter. Hörst du? Das motiviert dich doch, Patient, oder? Bitte nicht sterben, sonst werde ich nicht bezahlt. Hab schon letzten Monat 1000 Patienten, kein einziger Cent. Das motiviert dich jetzt noch weiter, oder? Ja, jetzt komm. Ja, wie soll ich denn da an den Rand kommen? Wie soll ich das Ding denn halten? Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo mich die unsichtbaren Wände noch mehr abgefuckt haben als hier. Okay, das ist die falsche Seite. Ah, so geht es vielleicht. Nee, mir fehlen ein paar Zentimeter. Millimeter. Kann ich da schon reingreifen und Zeug rausholen? Komm schon. Jetzt löse dich doch endlich, Mann. Du musst auch mal lernen, loszulassen. Organsoße, hörst du? Jetzt lass mal diesen Scheiß weit, weit weg. Ich habe langsam genug davon, dass mir dauernd das Tuch in den Weg fliegt. Da scheint keiner zu sein. Da ist doch noch einer, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Komm her! Halleluja! Halleluja! Oh mein Gott! Wieso? Ich bräuchte echt irgendwie so Klebehände. Wobei ich glaube, dass meine Hände mittlerweile klebrig genug sind. Oh Mann! Hund! Hund, ich habe was zu essen für dich. Komm her! Vielleicht kriegt man das so schneller weg. Kann ja sein. So funktioniert das doch in der Chirurgie, oder? Was man jetzt so rauskriegt, da holt man den Hund für. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen noch einen Schnitt wagen. Weil das so einfach ist. Das macht man ja mal eben in diesem Spiel. Irgendwie einen Schnitt platzieren. Gut, Schere brauchen wir dafür nicht. Wir wollten ja nur schneiden. Wozu braucht man denn zum Schneiden eine Schere? Okay. Können wir auch nicht mehr erreichen? Na gut. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch der Bohrer übrig, wenn wir mal ehrlich sind. Die Uhr brauchte ich auch nicht mehr. Langsam glaube ich, ich verliere hier gerade alles. Okay, wir probieren es ein weiteres Mal. Es kann ja nicht sein, dass Chirurgie so schwer ist. Ich hab mir es immer voll einfach vorgestellt. Nimmst ein Feuerzeug, dann bröseln die Organe von allein ab. Warum machen die das nicht so? Das ginge doch viel schneller. Und das würde Kosten sparen. Und das ist doch so wichtig. Das Traurige ist ja, dass die gesetzliche Krankenkasse vermutlich auf der Stelle zu diesem Vorschlag Ja sagen würde. Okay, jetzt komm. Okay, jetzt hör doch mal zu! Ich will doch einfach nur diese Scheiße hier rauskriegen! Einfach nur diese Scheiße da raus! Bora, komm her! Bora, komm her, du warst doch bisher immer so ein Vertraut... Aus dem Weg mit der Scheiße! Einfach reinhalten! Der macht das dann von allein, der kann das voll gut. Okay, ich... Na gut, der Bohrer ist weg. Die Säge vielleicht. Vielleicht geht das mit der Säge. Wenn man sie halten könnte. Ich werde hier langsam ein bisschen sauer. Bisschen sauer. Kleines bisschen.
aber auch wirklich nur ein kleines bisschen. Oh mein Gott, komm schon! Das kann doch alles nicht so schwer sein. Wie soll ich denn das hier losbekommen? Es passiert nichts! Egal was ich mache, nichts passiert! Ich hab Hunger! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin weiter als hier zuvor. Jetzt, bitte, bitte Schere, mach's mir nicht kaputt. Mach's mir nicht kaputt. Ich bin endlich wieder... Jetzt müsste ich eigentlich in der Lage sein, dieses scheiß Zeug zu greifen und einfach zum Mond zu schießen. Aber ich kann es nicht greifen, weil die Hand möchte das nicht. Und ich finde ja, den Willen der Hand sollte man akzeptieren. Also Zuschauerlein, wenn du das nächste Mal von deinen Eltern beim Du weißt schon was entdeckt wirst, sag einfach, die Hand wollte das. Ich kann nichts dafür. Das passiert mir dauernd. Nee, es klebt fest! Es bewegt sich keinen Millimeter. Es bewegt sich keinen Millimeter. Oh Mann, komm schon! Geh raus da! Wie kann das Ding denn... Woraus ist das? Blei? Wie kann das so schwer sein? Jetzt komm schon, bitte! Bitte Säge, lauf nicht weg! Ich will auch nur sägen. Oh mein Gott. Mein Gott, einfach rein. Irgendwie müssen jetzt vermutlich die Nieren getrennt werden. 52, ja gut, na, was soll's. Es geht nicht, es geht nicht. Patient, es geht so nicht weiter. Ich kann meine Praxis zumachen. Weg damit. Oh, ich bin am Ende. Oh Gott. Ich glaube, ich werde besser doch kein Arzt. Es liegt nicht daran, dass ich schlecht bin. Nein, nein. Die Organe kooperieren einfach nicht. Das ist der Moment, wo sich dieses Ding normal verabschiedet. Weil wenn man versucht, es ein zweites Mal zu greifen. Ich möchte nur die Schere. Ich möchte nur die Schere! Ihr kranken Irren. Ich wollte auch nur die Schere. Okay. Kann ich es denn... Bora, du hast da was falsch verstanden. Hau ab! Hau ab! Raus da! Raus da! Es ist immer noch nicht beweglich. Ich fass es nicht. Das ist doch unmöglich. Wie soll man diese Mission denn machen? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin weiter als je zuvor. Das darf ich jetzt nicht verlieren. Okay. Komm. Bitte. Was? Sag mal, ihr habt sie auch alle nicht mehr. Okay. Oh. Oh. Krieg ja voll den Orgasmus. Ihr wisst gar nicht, wie es ist. Ein Orgasmus. Nein, ihr wisst gar nicht, wie es ist. Wie lange ist es hier? Geil. Ich wollte eigentlich, dass du... Ja, genau. Fall rein. Ich muss ihn mal wieder... Ich kann mal wieder ihn gegen... Okay, der Notizblock. Der scheiß Notizblock! Hau ab, du kleiner Wichser. Du kleiner, linierter Wichser. Da ist er ja schon wieder. Der scheiß Notizblock. Kannst du nicht einfach mal aufhören? Er soll doch nur aufhören. Nimm die Schere. Überall die Schere. Probier sowieso. Das ist aus. Doch, da ist kein Unterschied mehr. Da ist kein Sinn mehr. Das ist doch scheiße.
Das probiere ich ja eigentlich noch. Probiere ich ja eigentlich. Warum steht der Patient nicht einfach auf und frisst das ganze Scheißzeug? Damit es mir beim nächsten Mal nicht im Weg liegt. Jetzt kommt der Bohrer dran. Ach du Scheiße, die Wurst liegt auf dem Bohrer! Es waren nur 4 Versuche. Aller guten Dinge 5, was? Okay, jetzt zum 6. Okay, na gut. 6. Versuch. Scheiße! Weitermachen. Guckt mich nicht so an. Tupfer.